Heute zeige ich dir, wie du deine elektrische Heckklappe programmierst. Als erstes öffnest du deine Heckklappe. Du bringst die Heckklappe in die gewünschte Position durch Stossen oder Ziehen. Wenn du die gewünschte Position gefunden hast, drückst du auf den Knopf und wartest, bis es hornet. So einfach geht das Programmieren der Heckklappe. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib sie in die Kommentare und wir beantworten sie. Mein Name ist Roger Faes von der Wina Garage.